Du, was? Hallöchen, Freunde, willkommen zurück bei Nerd70. Ich bin's, Ronny, und ich habe mir sagen lassen, heute geht es wieder um 5 Mystery Gadgets, wo ich keinen Plan habe, was es ist. Also ihr kennt ja das Format eigentlich. Da sitzt natürlich wieder Kai mit seiner ultra-sexy Stimme. Ja, moin. Mal gebracht. Ist egal. Und der hatte was Schönes vorbereitet. Genau, ich habe wieder 5 Produkte rausgesucht, wie Ronny es schon angeteasert hat. Und er hat wieder gar keine Ahnung, was ihn erwarten wird. Und ich würde sagen, wir fangen an. Jetzt muss ich auf meine Liste gucken. Alles klar. Ja, wir fangen mit deinem Lieblingsthema an, aber ich fand das ganz vielversprechend. Toll, Filme. Cool. Hey, TWS, ja, wow. Holy High True Wireless Earbuds. Also, Holy High ist, klingt, glaube ich, jetzt nicht allzu teuer. Sagt mir zumindest nichts. Bluetooth 5, 2 Stunden, 60 mAh, 400 mAh. Also, klingt so wie die meisten. Das ist aber ein günstiges Plastik. Okay, das sind wahrscheinlich so 15, 20 Euro Kopfhörer. Einfach nur schon am Gehäuse abgemessen. Weil das ist total... Es ist zweckerfüllt, aber es wirkt erstmal sehr günstig. Jetzt muss ich mir wahrscheinlich dann mein Telefon kurz mal schnappen, oder? Mhm. Remove me. Ah, die sind auch gar nicht aufgeladen jetzt. Verbinden. Okay, ist verbunden. So, ja gut, ich drehe mir das hier einfach mal so ein bisschen zurecht. Dann drücke ich hier mal Spotify einfach Play. Ja, ich habe jetzt mal ganz kurz reingehört. Es haut mich jetzt natürlich nicht vom Hocker, was ich hier bekomme, weil ich glaube einfach, dass die vom Preissegment sehr, sehr günstig sind. Aber wir kriegen einen guten Bass bei raus, man versteht die Musik, es ist jetzt nicht die sauberste Auflösung, was man da so erwarten kann, aber durchweg kommt da Musik raus und es klingt erstmal nicht grottenschlecht. Also so erstmal okay, für mehr müsste ich das Ding mir ein bisschen länger ins Ohr drücken und sagen, ob mich das dann irgendwann penetrant stört, weil es einfach ätzend ist oder wie auch immer, aber für so mal kurz reinhören, ist es erstmal in Ordnung. Genau, ich sag mal noch ein paar Fakten dazu. Also wir haben mit den Einzel-Earpieces 7,5 Stunden Akkulaufzeit. Glaube ich nicht. Und wahrscheinlich auf halber Lautstärke. Ja. Und das Ladecase kann das Ganze nochmal 3-mal aufladen. Insgesamt sollen wir so auf 30 Stunden kommen. So, wir haben Bluetooth 5.0. Ja. Wir haben eine Touch-Steuerung, die unter anderem auch Titel skippen kann, was ja genau, nicht immer jeder kann. Das habe ich gerade gemacht, aus Versehen, genau. Ja, das hat funktioniert. Man kann auch nur einen benutzen, also das funktioniert auch, das kann auch nicht immer jeder. Ja, und was ich ganz interessant fand, eigentlich, man soll wohl 2 Bluetooth-Geräte mit den Kopfhörern verbinden können und dann wird jeweils ein Gerät auf einem Earpiece wiedergegeben, sodass man zum Beispiel sagen kann zu einem Kumpel, hey, ich gebe dir den hier, du kannst deine Musik mit dem einhören, ich höre meine Musik mit dem ein. Das soll wohl auch gehen. Das ist ja dann quasi die Einzelnutzung, weil genau. Das eine ist an dem Gerät gekoppelt, das andere an dem. Also was ich so aber auch noch nirgendwo gesehen habe. Haben wir noch nie probiert. Wir haben es noch nie probiert. Nicht. Ganz oft wird gesagt, von wegen, der geht ja nicht in Bluetooth-Suchmodus oder etc., wenn schon ein Gerät ist. Ja, das kann schon sein, ja. So. Genau, das sind so die Kernfakten. Und aber hier ab X oder so weiter steht gar nichts dazu. Von daher, das wird einfach nur SBC sein, also das Niedrigste und das war's. Also mit der Laufzeit, keine Ahnung, 400 mAh, das Case. Und was ich trotzdem noch schade finde, wir haben nur Micro-USB hinten dran. Ja, das habe ich auch schon gerade gesehen. Der Ladeport ist nur Micro-USB. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein günstiger Hersteller, weil alle anderen setzen eigentlich auf Typ C, genau. Würde ich jetzt behaupten. So, ist ganz normal auf Amazon erhältlich. Also ist jetzt kein China-Import. Also wird sicherlich sein, aber ist normal in Deutschland erhältlich. Was würdest du so schätzen? 15 bis 20 Euro vielleicht. Ja, also liegen aktuell ohne Angebot jetzt bei 22 Euro. Ja, also ich sag mal, für aus Deutschland ist es in Ordnung, aber ich würde tatsächlich wahrscheinlich zu Xiaomi oder Redmi greifen, zu den jeweiligen TWS, weil da ist einfach schon das Case einfach wertiger. Und vom Klang her würde ich sagen, nimmt sich das wahrscheinlich nicht so viel, wird aber da ein bisschen sauber klingen. Aber ich sag mal, für einen schmalen Preis, wenn man es mal irgendwie ausprobieren will, ja, meine Güte, warum nicht? Genau. Das war Nummer 1. Das war ja kurz und schmerzlos. Also schmerzvoll war es zum Glück nicht. So, jetzt machen wir da. Fehlt. Machen wir es noch. Dann gucke ich mal weiter in meiner netten Kiste, was da noch so drin ist für dich. Ballungsleicht. Oh, Basecap. Ja, nice. Noch guckt da ein Kabel raus. Okay, hier ist irgendwie was mit Gummi und einem Kabel. Jetzt habe ich drauf gedrückt. Ja, ganz fesch. Ah. Sitzt wie angegossen und leuchtet. Ja, sieh da. Der drückt doch vielleicht nochmal rauf. Ja, ich suche gerade die Seite, wo man... Aha. Knackt im Kopf jetzt. Wow. Oh, RGB sogar, oder? Ist das... Naja, wohl. Jetzt läufst du gleich 10 FPS schneller, würde ich sagen. Ich habe jetzt bestimmt 5 FPS mehr auf der Mütze. Also es blinkt.
Es blinkt langsamer. Es hat jetzt Farbverläufe, aber zu schnelle Farbverläufe. Und es ist aus. Genau, also es hat drei Modi. Schnell blinken, langsam blinken und Farbverlauf. Boah, da kriegst du ja gleich einen epileptischen Anfall, ey. Ja, Spanner hier hinten dran mit Klettband, nicht mit den normalen Dingern da. Ja, wäre jetzt hier noch irgendwie ein Logo drauf oder so, dann würde es vielleicht irgendwie ein bisschen besser aussehen. Man sieht aus dem Augenwinkel halt auch das ein bisschen leuchten. Ich wüsste jetzt aber keinen Grund, warum ich mit so einer Mütze rumlaufen sollte, die so leuchtet. Du bist wohl nicht zu cool dafür oder cool genug dafür. Ich bin nicht aber jetzt noch die Chemion-Brille dazu mit der Laufleiste. Die mit der Laufschrift, ja. Ich glaube, dann bist du die laufende Litfaßsäule. Ja. Ja, das ist jetzt echt auch günstiger Stoff. Das knistert auch so beim Aufsetzen. Hinten der Klettverband-Verschluss ist halt eben auch simpel gelöst. Ja. Die LED-Streifen kosten alle kein Geld mehr. Die Mütze selber ist jetzt auch nicht extrem hochwertig. Fäden gucken hier raus, Fäden gucken da raus. Hier hinten ist halt eben ein bunter Aufkleber. Genau, hier im Endeffekt steckt eine CA2032 Batterie drin, soll wohl so bis zu 72 Stunden Dauerlaufzeit ermöglichen. Ja. Es gibt auch eine Variante mit einem Akku, die du dann halt wahrscheinlich mit Micro-USB-Kabel wieder aufladen kannst. Und das ist jetzt die RGB-Variante, es gibt die auch noch mit Einzelfarben. Also es gibt zum Beispiel dann, du kannst dir eine holen, die nur grün leuchtet oder nur blau leuchtet. Ja, RGB ist jetzt echt ein bisschen übertrieben, weil das so ein schneller Wechsel ist, dass man von dem RGB gar nichts hat. Also weil, oder kann ich hier irgendwas halten vielleicht? Ich kann noch mal. Ja, du hast halt nur diesen Farbverlauf. Ja. Mehr ist ja, nicht. Es ist schon RGB, aber ich wünschte mir, hier hätte ich dann wirklich verschiedene Farben zur Auswahl oder dass das Ganze vielleicht auch ein bisschen langsamer vonstatten geht, wenn es die Farben wechselt. Ja. 10 Euro? Genau, kostet aktuell so 13 Euro. Okay. Geht dann je nach Version bis 16 Euro hoch. Naja, okay, das ist noch okay. Ist halt nur einfach. Auch so ganz normal auf Amazon erhältlich. Nichts Wildes. Passt. Hält auf jeden Fall die Sonnenstrahlen fern, wenn es zu doll draußen warm wird und zu doll auf die Rübe knallt. Also zum Schutz des Gesichtes und des geistigen Eigentums ist es auf jeden Fall recht praktisch. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das nächste. Genau. Kannst du schön auflassen. Gibt es auch noch in so einer Variante mit Grün. Das sieht dann so ein bisschen so wie dieses Razer-Grün aus. Das sieht kann schon ganz witzig aussehen, wenn man auf sowas steht. Aber es gibt ja auch Schuhe, die leuchten. Ich sag mal, für so eine LAN-Party oder für irgendeinen so LSD-Trip, dann ist das vielleicht passend. Keine Ahnung. So, ich mache mal lieber schnell wieder Licht an. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten. Um dich vollends zu verwirren, mal was ganz anderes. Happy Hacking Keyboard. Professional Hybrid. Oder Hybrid. Bluetooth. Fujitsu, so rum, ja. Computer Products of America. Okay, das kennt man eigentlich. Jetzt bin ich ja gespannt. Happy Hacking. Habe ich jetzt Spaß am Hacken? Das ist aber eine große Tastatur. Typ C, an, aus, Bluetooth. Hier kommen Batterien rein. Dann haben wir hier. Okay, Zugriffstasten, um irgendein Skript oder so abzuspielen, keine Ahnung. Steht da. Achso, hier steht es auch: Switch 1, HHK, Windows, Mac. Achso, um quasi Kompatibilität für die Betriebssysteme herzu. Leiten, genau. So. Müsste es ja theoretisch per Bluetooth jetzt koppeln. So, jetzt hat sie gerade aufgeleuchtet. Jetzt kann ich es per Bluetooth koppeln, ja. Bluetooth-Verbindungsanfrage, geben Sie Kopplungscode. Ja. Na, auf der Tastatur eingeben. Ja, ja. Okay, ich habe den Code jetzt eingegeben, ich habe Enter gedrückt zum Bestätigen. Und jetzt. Kannst du ja irgendwas aufmachen? Pfeiltasten! Ich suche gerade die Pfeiltasten. So, warte mal, wir gehen mal hier in Notizen rein, dann machen wir mal Burn, Tab, Control. Also es funktioniert, aber das ist jetzt die Konfiguration. Ja, die Konfiguration habe ich jetzt natürlich noch nicht eingestellt, das heißt, hier müssen wir das erstmal machen. Ich kenne das von vorhin. Jetzt müsste das auf der Lease funktionieren. Müsste das eigentlich. Aber gut, es kann auch sein, dass das nicht der Switch 3 war, das ist ja da abgebildet. Switch 3. 1, 2, 3. Machen wir das mal on vielleicht. Nö. Hm. Achso, vielleicht weil es die Smileys? Nee, auch nicht. Ja, ich glaube, das ist mit dem Smartphone jetzt nicht die Mega-Kompatibilität. Also, also Gesetz des Falles, dass es unter Windows ganz normal funktioniert, ist es halt eben eine Tastatur, die sich auf grundlegende Dinge beschränkt. Das heißt, Pfeiltasten habe ich nicht. Es ist halt auch englische Beschriftung zum
Teil mit drauf. Es ist auch ein englisches Tastaturlayout. Auch das englische Tastaturlayout sehe ich auch gerade. Es gibt Optionen. Achso, dann kann ich hier direkt am Handy umswitchen. Okay, das ist auch nicht schlecht. Genau, du hast keine Windows-Taste. Ich habe Du hast das Command-Symbol drauf. Ich habe was? Du hast nicht du hast das Command-Symbol, hier diese, was aussieht wie ein Quadcopter neben der Leertaste, das ist von Mac. Genau, ich sag mal ein bisschen was dazu. Also das Unternehmen ist PFU, das ist gehört zur Fujitsu-Gruppe. Ja. Das Unternehmen arbeitet seit 1995 kontinuierlich an dieser Tastatur, also es ist auch schon die x-te Version. Das ist auch schon, du siehst auch unten sind die Tasten nochmal beschriftet. Es gibt diese Tastatur auch in wirklichen Retro, Klassik, Grau-Weiß. Es gibt die auch unbeschriftet, komplett ohne Aufdruck. Ja gut, das wäre für mich gar nichts, weil ich kann nicht blind schreiben. Weiter, also wie gesagt, kommt aus Japan. 60 Tasten ohne Numblock sind symmetrisch angeordnet für höchsten Schnell- und Schreibkomfort. Dann werden die Schalter werden als Top-Re bezeichnet, so ist die Bezeichnung. Also sind keine Sherry-Schalter, sind aber auch so mechanisch anzusehen, unterstützen bis zu 50 Millionen Anschläge. Du kannst die Tastatur per Bluetooth und USB Typ C benutzen. Okay. Sie ist kompakt, gerade mal 29 cm lang. Ja. Und genau, und weil halt zum Beispiel auch die Steuerungstaste, also Control, ist zum Beispiel auch verlagert worden, damit man noch besser dran rankommt. Weil es ist wirklich auf maximal 10 Fingereingaben ausgelegt. Ist halt, wie gesagt, für Programmierer, für Journalisten etc., die wirklich viel und schnell schreiben müssen. Und die brauchen keine Pfeiltasten, oder? Die brauchen nur für die Texteingaben. Okay. Und das ist, wie gesagt, da gibt es wohl einen riesen Fanclub. Sind halt in Japan extrem beliebt, diese Tastaturen, und sollen halt ewig und 3 Tage halten. Das ist das, was ich dazu rausfinden konnte. Also die ist jetzt, also wenn ich jetzt das mal Revue passieren lasse, also wie gesagt, mir persönlich würden jetzt Pfeiltasten fehlen. Warum auch immer, ich bin halt dran gewöhnt. Von der Größe her würde ich behaupten, kann man damit schon gut schreiben. Ob ich jetzt mit dem Layout... mit dem etwas anderen Layout klarkommen würde, müsste ich halt eben im Alltag einmal austesten. Vom Print her ist es natürlich grau auf schwarz oder schwarz auf grau jetzt nur nicht so gut zu lesen. Man merkt es auch hier an den Funktionstasten, also den F11 und so weiter. Seht ihr auf der Kamera vielleicht jetzt auch nicht unbedingt so gut. Das ist halt für Menschen gemacht, die das im Schlaf, der Tastatur nicht zurechtkommen. Also ich kann ja nicht blind schreiben. Ich muss auf dem Monitor gucken, was ich da getippt habe. Und wenn ich dann hier auf die Tastatur gucke, dann sehe ich auf dem Monitor nicht, was ich vertippt habe. Also ich habe da eher so kein Suchsystem, aber ich schreibe halt irgendwie grundsätzlich mal falsch. Auch wenn ich das schon ein paar Jahre mache. Genau, es gibt, wie gesagt, einen riesen Fanclub und gibt es auch in sehr vielen verschiedenen Versionen. Gibt es in verschiedenen Farbkonfigurationen. Es gibt auch welche, die tauschen dann einzelne Caps davon aus durch farbige. Um sich nochmal ein bisschen abzuheben. Da gibt's schon coole Kombinationen. Jetzt aber gerade sehr schwer ab, also das habe ich jetzt irgendwie... Das kannst du nur mit Werkzeug machen. Da gibt es dann so eine Zange für, damit du diese Caps rausziehen. Ist aber normal. Okay. Ja, weil normale Tastaturen, da konnte ich die Kappen dann einfach so abmachen und dann auch... Ja, bei mechanischen, wenn die auch wirklich weit hervorstehen. Okay. Aber bei allen kommt man da auch nicht Aber es scheint auch Metall-Inlay zu sein, weil das reflektiert hier gerade so. Also das macht halt eben doch das Gewicht aus. So. Denn lass dich, wie gesagt, von dem vielleicht dezenten, schlichten Optik nicht täuschen. Was naja, du hast es jetzt ja selber schon gesagt. Also genau. Es ist ja quasi jetzt keine Mogelpackung, wie man so schön sagt, sondern das ist der Wolf im Schafpelz. Und auch die von dem Nutzen her, was du jetzt geschildert hast und von dem, wie lange die das schon machen, ich glaube, günstig wird das jetzt auch nicht sein. Aber ich... Boah, ist eine Tastatur, keine Ahnung. Ich würde mit einer 10€ Cherry-Tastatur schreiben können. Also mir persönlich wäre es total egal. Für 10€ kriegst du keine Cherry-Tastatur. Nein, aber eine einfache Tastatur, die flachen Tasten hat, damit könnte ich schreiben, das wäre mir total Wurst. Ich weiß nicht, ich sage jetzt mal einfach so 80€. Ist vielleicht schon hochgegriffen. Ich weiß es nicht. Also obwohl mit den Switches hier hinten dran, das ist ja auch alles so multifunktional einstellbar. Keine Ahnung, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Versionen. Das ist jetzt hier wirklich schon die größte oder die bestmöglich ausgestattete und die liegt so bei 300€. Du, was? Da kriege ich ja ein Notebook für. Ja. Boah. Ja, also ich bin da jetzt auch völlig der Falsche für. Ich schreibe einfach nur ein paar Texte und Testberichte und kann nicht blind schreiben. Habe das nie gelernt und kann zwar so tippen, aber vertippe mich halt immer, weil ich meine Finger mal hier und da zu schnell sind. Ich brauche selber zum Schreiben keine spezielle Tastatur. Programmieren kann ich auch nicht. Also ich bin da jetzt, glaube ich, völlig der Falsche für. Aber ich finde das extrem spannend, sich das mal anzugucken. Ja. Ja. Wie gesagt, der Hersteller hat uns die Tastatur zur Verfügung gestellt, einfach damit wir mal selber einen Blick drauf werfen können. Und also ich muss jetzt sagen, ich wäre jetzt nicht abgeneigt, die im normalen Dienstalltag zu benutzen. Einfach um zu
sehen und zu fühlen, wie tippt sich das jetzt im Vergleich zu den anderen Tastaturen, die ich auch regelmäßig wechsle. Ob da was von Razer mit bei ist oder mal eine günstige mechanische oder eine einfache aus Plastik für ein paar Euros, da wechsle ich regelmäßig. Die richtig hundertprozentige Tastatur habe ich für mich persönlich noch nicht gefunden. Ja, also wie gesagt, das wird man sich auch nicht einfach mal so kaufen. Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber das ist schon ein heftiger Preis. Also wenn einer von euch sich, sage ich mal, oder irgendwie die Firma oder die Tastaturen da schon kennt und da ein bisschen auch Langzeiterfahrung hat, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das würde mich dann auch mal gerne interessieren, wie ihr das so seht, weil ich bin jetzt wirklich völlig perplex, was den Preis angeht. Das ist für mich extrem viel, aber ich schreibe ja auch jeden Tag meine Texte und Angebote und Testberichte. Aber so speziell auf Tastaturen bin ich ja zum Beispiel überhaupt gar nicht fokussiert. Ich bin froh, wenn ich irgendeine finde, die gut tippt für meine Begriffe. Da bin ich total anspruchslos, muss ich auch sagen. Da wäre ich auf Feedback gerne mal gespannt, ja, definitiv. Genau. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Ja, gerne. Und weiter geht's. So, und da wir schon dabei sind, geht's gleich weiter. Eine Maus. C4 Gaming Maus. Sapphire, wie auch immer. So, 16.000 dpi, physisches Kühlsystem, so rum. Englisch und Deutsch zusammengemischt funktioniert immer nicht. 68 Gramm, 50 Millionen Klicks und dann geht sie kaputt und geometrische Hülle. Okay. Das mit den Klicks und kaputt geht natürlich, war nur ein Spaß. So, RGB beleuchtet, das sieht man hier dran schon. Okay, das sieht erstmal interessant aus. Also das belüftet die Hände, da ist wirklich ein Lüfter drin. Also aufgrund des Mesh-Gewebes, nee, ist ja kein Stoff, aber durch dieses Loch, durch die Lochoptik, sag mal, kann ja schon, auch unten, kann ja schon mehr Luft hier zirkulieren. Das heißt, man sollte eigentlich nicht so doll schwitzen darunter. Jetzt ist hier tatsächlich dann noch ein Lüfter verbaut, der dann entsprechend die Handfläche kühlt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Der war nicht da. Ist ein, dann mache ich mal gleich so ein bisschen dunkler. Not the final product, also es ist nicht die finale Version. If anything needs to be upgraded, please feel free to provide us a suggestion. Also wenn irgendwas nicht stimmt, sollen wir dir einfach Bescheid sagen. Cool, das heißt, mittendrin ist das quasi noch in das der Entwicklung. Das ist eine Kickstarter-Kampagne. Da steht es auch, ja. Am 22. Juli um 8, Shipment Start am Oktober, please stay tuned. Also im Oktober geht es damit los. Okay, das ist jetzt ein Kickstarter-Projekt. RGB-Beleuchtung, das heißt, ihr habt schon mal 10 FPS, vielleicht auch 20 FPS mehr. Das passt ja perfekt zu deiner Mütze. Ja, super. Ist jetzt der gleiche Übergang. Geil, oder? Ich muss jetzt sagen, rein optisch finde ich das jetzt auch geil gelöst, dass es jetzt quasi vorne mit den Tasten komplett beleuchtet ist. Und weil es eben so ein offenes Kunststoff ist, dass das jetzt durchleuchtet. Gefällt mir rein von der optischen Seite schon mal gut. Jetzt drücke ich mal den Knopf oder den Knopf oder den Knopf. Oder wie kriege ich das an? Kann auch sein, dass auf der Unterseite ein Knopf ist. Da ist ein Knopf. Ah, jetzt hört man surren. Also jetzt sieht man nicht, aber man hört es. Ich kann es dir nochmal zeigen. Jetzt sieht man, dass es quasi Stillstand. Hier unten ist jetzt irgendwo der Knopf, wenn ich jetzt finde. Wenn ich jetzt drücke, dann sieht man, springt es an. Und dann kommt hier ein ganz kleiner Luftstrom raus. Das heißt aber, man hat eine kühle Stelle an der Handfläche. Das ist irgendwie ganz angenehm. Rein von der Optik sieht es gut aus. Was jetzt die Haptik bzw. das Nutzen... Obwohl, ich kann das jetzt auf meinem Telefon machen, da sieht das erstmal ganz vernünftig aus. Also ich kann dir ja schon mal sagen, da steckt der PixArt 3389 drin, der ist zum Beispiel in der MadCats Red 8 Plus drin. 8 Plus, habe ich die 8 Plus jetzt gerade in Benutzung oder die 6 Plus? Kann ich dir eine von beiden habe ich und da war der auf jeden Fall auch mit drin. Genau, ja, das sagt mir noch was, ja. Genau, wiegt 68 Gramm, hat halt ein ummanteltes Kabel. Ja, das sieht alles gut aus. Also es ist ein dünnes Kabel da drin irgendwie, aber... Also rein und wie optisch, gesagt, und der größte Clou ist wirklich dieser integrierte Lüfter. Das ist irgendwie ganz cool. Also das ist, ich meine, der Sensor ist schon mal gut. Das spricht dafür, dass das auch was Hochwertiges ist. Es gleitet jetzt hier auf dem Holztisch auch vernünftig. Hat natürlich jetzt erstmal nichts mit einem Mauspad zu tun, aber mit dem Luftstrom, den ich an die Handfläche kriege, ist das auf jeden Fall erstmal sehr interessant. Ist halt eben so kühl. So. Hier haben wir dann ein Mauspad und das... gleitet sich auch gut. Das ist ganz schön schnell. Ich weiß nicht, ob ich die dpi jetzt irgendwie verstellt habe. Wahrscheinlich. Ah, jetzt bin ich langsamer, genau. Weil ich jetzt gerade bei mir auf dem Homescreen auf dem Handy... Achso, ich kann das hier einfach mal zeigen. Da sieht man das auch. Ich muss ja nichts zeigen, aber da sieht man, dass das schnell funktioniert. Und jetzt wird es noch schneller und noch schneller. Und jetzt ist es langsam. Und das sieht erstmal... Ist jetzt natürlich kein Test. Das muss man jetzt einfach mal nur so mal hinnehmen, wie es ist. Aber das fühlt sich erstmal vernünftig an. Also ja, cool.
ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Ich finde, ja, wie gesagt, die Farbgebung, ich bin Freund von bunten Lichtern. Genau. Erinnert auch so ein bisschen an die Charcoon-Maus, die wir letztens hatten, die ja auch so diese Durchbohrungen, ja, hatte. Ja. Aber ich finde das mit dieser krassen RGB-Beleuchtung, die da drunter liegt, jo, hier nochmal viel, viel cooler. Jetzt hätte man noch ein bisschen Unterbodenbeleuchtung machen können, damit das, aber sieht ja keiner. Aber ich finde das im Gesamten erstmal sehr cool gemacht. Also die sieht schon echt cool aus. Ja. Und das mit dem Lüfter ist wirklich witzig. Und ich hatte ein bisschen die Befürchtung, ich habe es ja vorher noch nicht angemacht, ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass der irgendwie dann doch hörbar ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der ist echt leise. Also ich sitze jetzt ein bisschen näher dran, ich höre den schon, aber hat man irgendwie ein bisschen was am PC, irgendwie an Musik an oder klimpert vor sich hin, dann nimmt man das eh nicht mehr wahr. Und wenn die Hand drauf ist, wird es zu kühl oder zu... Nee, das ist so ein ganz leichter, kühler Strom, aber also Luftzugstrom, aber das ist halt eben aktuell erstmal irgendwie angenehm. Also als hätte man da so eine gekühlte Fläche an der Stelle. Das ist, ja... Und das Schöne ist, man kann es an- und ausschalten. So kann man dann im Sommer oder wenn man wirklich ein bisschen länger... Muss man halt eben mal für sich ausprobieren, aber wenn man merkt, man kriegt schwitzige Finger oder hat wieder gerade irgendeine Fortnite-Session und kommt ins Schwitzen, dann macht man das Ding einfach an. Klar, bringt jetzt nichts mit den Fingern. Dann hast du nochmal 20 FPS mehr. Ja, mindestens. Beschleunigt ja bestimmt auch. Also es vibriert auch. Also man merkt das schon, dass der recht hohe Drehzahlen hat. Das Ganze vibriert jetzt so ein bisschen und ist, wie gesagt, minimal hörbar. Aber ich finde es von dem her erstmal... Aber es ist jetzt nicht so, dass die Vibrationen irgendwie dann den Cursor stören würden, oder? Nö. Das jetzt nicht, nö. Man kann mal die DPI ein bisschen hochschalten. Also nee, das ist... nee, das rutscht jetzt nicht von alleine. Nee, das bleibt präzise, so wie ich das jetzt erstmal sehe. Das ist ganz nett. So, jetzt wollen wir den Preis wissen. Genau, also ich habe ja zum Beispiel gesagt, in der Madcats Red 8 Plus steckt der gleiche Sensor drin, der Pixar 3389. Die liegt so bei 80 Euro, ja, die Madcats Maus. Dann kannst du ja mal so... Hier ist der gleiche Sensor drin. Gut, das Ganze ist aber nicht modular. Damit wird das, glaube ich, schon mal ein Stückchen billiger. Sapphire, Kickstarter, weiß nicht, ich sage es mal einfach 40 Euro vielleicht. Also die liegt aktuell, wenn jetzt die Kickstarter-Kampagne gestartet ist, im Early Bird bei auch knapp 80 Dollar. Schon viel. Aber gut, vielleicht liegt es auch wirklich am Sensor, dass der mit zu teuer ist. Ich weiß es nicht. Ja, du musst jetzt auch überlegen, ne? Sag ich mal, die ungewöhnliche Optik, der Lüfter da drin, RGB-Beleuchtung, ich nehme mal schon an, dass das... Und der Sensor wird auch nicht... RGB-Beleuchtung ist ja nur kein Garant für hohe Preise. Das kann man ja auch nicht lösen. Das nicht, aber ich meine nur, das... Lüfter, das Design... Ja, da steckt bestimmt schon... Das ist zumindest nichts von der Stange, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Ob es jetzt das mit 80, 90 Dollar dann wert ist, also 60, 70, 80 Euro... Also Gaming-Mäuse können ja auch mal über 100... Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich das so sehe, ich finde das schon, ja. Also mehr sollte sie wahrscheinlich dann auch nicht kosten. Nee. Aber mit dem Gimmick, weil wie gesagt, es ist ein Gimmick, aber es ist wirklich auch was nicht so nach dem Motto. Also ich denke mal, die Maus kauft man sich auch bewusst mit dem wegen dem Lüfter. Es gibt zwei Stufen der Belüftung des Rades hier drin. Okay. Jetzt ist aus. Ich halte es mal ans Mikrofon. Aus. Stufe 1 nenne ich es jetzt mal. Und jetzt reduziert er die Geschwindigkeit. Und jetzt ist aus. Ja, ich kann es... 80, ich bin da jetzt nicht so, ich gebe nicht viel Geld für so eine Hardware aus, deswegen ist es bei meiner Tastatur egal, bei der Maus, die muss bei mir funktionieren, ich habe privat nutze ich 15 Euro, 20 Euro Mäuse und die funktionieren auch, also da bin ich jetzt nicht so, aber ich finde das im Gesamten finde ich sehr, sehr cool, also optisch, haptisch, mit den Löchern, mit der Belüftung, das ist mal echt mal was Neues und mit dem Sensor, der drin ist, weiß ich auch, da habe ich eine gute Präzision, also das brauche ich eigentlich gar nicht groß ausüben, weil ich kenne den Sensor, den haben wir ja, nutze ich ja täglich in der Arbeit, also passt, ja. So, dann würde ich sagen, ein Produkt habe ich noch für dich und da der ja jetzt so völlig warm ums Herz geworden ist. Ist es? Folded Fan 2, ein klappbarer Fan. Also Ventilator. Made in China. Wer hätte es gedacht? Der sieht ja auch ganz schön aus. Schöne Farbe. Könnte auch ein Klammeraffe sein. Ist es aber nicht. Ja gut, was soll ich jetzt dazu noch sagen? Hallo? Hallo, Mutti, bist du's? Tut nicht weh übrigens. Das war der Test daran. Könnt ihr euch auch die Nase halten. Und dann habt ihr Nasenschaschlik. Ja, die Farbe ist jetzt nicht schön. Funktionalität ist gegeben. Macht Wind. Hat übrigens zwei Stufen. Jetzt geht's aber los.
Und hört automatisch auf. Dann hängen die genau. Flügel hat eine Autostopp-Funktion, runter. Wenn irgendwie man dagegen kommt. Ja, was willst du jetzt von mir noch wissen? Hat einen 2000 mAh Akku. Okay, 2000 mAh, ja, gutes Stück. Hält dafür auf der niedrigsten Stufe 12 Stunden, auf der hohen Stufe 6 Stunden. Das ist aber schon ordentlich dünn. Ja, also wenn er 6 Stunden... Also macht auf jeden Fall auch Wind. Also man sieht es, glaube ich, auch hier. Das Haar, ne, dreht so ein bisschen weg. Und ist in mehreren Farben erhältlich. Ja, ich hoffe, weil das Grün ist mal furchtbar hässlich. Also mein Geschmack ist das gar nicht. Ist relativ... Ja, laut kann man jetzt nicht sagen. Und das Schöne ist, du kannst ihn in zwei Varianten benutzen. A, so handgehalten, und du kannst den aber auch komplett nach hinten klappen und dann auf den Tisch stellen. Stimmt. Da kommt auf jeden Fall ein Luftstrom an. Also das in Kombination mit der Maus ist ja perfekt. Also dann kannst du ja auf Arbeit gar nicht mehr ins Schwitzen kommen. Da holst du ja wahrscheinlich nur eine Erkältung, weil es dann irgendwann zu kalt auf dem Brustkorb wird. Ja, was kostet denn das? Kurz und schmerzlos. Ist auch jedenfalls auf Amazon erhältlich, nicht aus China importiert. Amazon ist ja mal ein bisschen teurer, 10 Euro. Ja, aktuell 13 Euro. 13, also heute lag ich aber echt daneben, was das angeht. Ladekabel liegt mit bei. Genau, Micro-USB müsste es glaube sein, oder? Das ist Micro-USB, ja, aber das ist okay, bei sowas bemängle ich das jetzt nicht unbedingt. Hinten steht Minifan drauf, dann haben wir noch so eine Trageschlaufe, die ich damit ranmachen kann, irgendwo hier unten dann. Dann kann man sich das auch um die Hüfte schnallen oder so. 13 Euro, ja, ist okay. Also, keine Ahnung, gibt es bestimmt auch günstige Alternativen, ob die dann besser oder schlechter sind, kann ich aber nicht sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand auch diesen Faltmechanismus ganz witzig, weil die Rotoren sind geschützt, wenn du das Ding einfach mal so in die Jackentasche oder Hosentasche steckst. Das auf jeden Fall, und dass du das Ding halt einfach auch hinstellen kannst. Oder halt eben mit so einer Art Verlängerung dann halt eben vor dich dahin führen kannst. Also das ist schon, ist irgendwie schon durchdacht und ist halt eben nicht nur die ganz billigen Dinger, die man per USB oder so an den PC anklemmt und dann da flattern die einfach rum mit der Uhrzeit oder was weiß ich für ein Kladderadatsch, sondern das ist halt eben auch, ist natürlich die Verpackung relativ groß, aber ja, ganz cool. Ja. 13 Euro so. Da sind wir durch, oder? Wir sind durch. Das war's schon. Mann, es war ja echt bunt gemischt heute. Also von günstig bis ganz schön teuer. Ist alles dabei. Aber ja, schick. Braucht einer Kopfhörer? Ja gut, hast du noch was zu sagen? Nö, ich bin durch. Auch nicht. Dann sage ich jetzt auch nichts mehr. Dann mache ich einfach nur winke und sage tschüss. Nein, natürlich nicht. Danke fürs Zuschauen. www.nord7.de, Facebook, Instagram, Twitch und Twitter. Da wisst ihr, findet ihr uns, mich, wie auch immer. Und danke fürs Zuschauen. Feedback bitte in die Kommentare rein. Ich würde gerne eure Meinung wissen. So wie immer, macht's gut. Bis dann, euer Ronny und der Kai. Genau. Und die Links gibt's in der Videobeschreibung, falls ihr euch was davon holen wollt. Auch, genau.